So, moin Leute. Heute sind wir bei Venom Burak im Mustang. 2018er? 19er. 2019er? Erzähl du am besten was zu deinem Mustang. Ja, also jeder, der meine Videos guckt, der weiß, worum es sich handelt. Ist ein 2019er Mustang. Unterscheidet sich einfach nur mit der Soundanlage, die hier drin ist, zum 2018er. Und das ist so der größte Unterschied. Aber du hast die 10-Gang-Automatik, genau. Und das ist heute wichtig. Denn wir sind heute bei Zeitenjagd 100-200 und wir wollen mal gucken, was geht bei einem Facelift. Ich hab eure Kommentare aufgelesen. Ihr fragt ja regelmäßig danach und heute kriegt ihr. So. Ja. So, Leute, die erste Messung. Bergauf oder bergab, echt? Das wird alles mit einberechnet und dann kommt die echte Zeit heraus. Ah, geil. Soll ich mal mit Schaltwerken machen? Ja, kannst du auch mal probieren. Bist du im Rennstreckenmodus oder welchem Modus bist du? Ja, mach mal. Im Sportmodus. Sehr schlecht. Ja, das kam mir auch wieder nicht lange vor. Machen wir ruhig nochmal. Ja. Aber ich muss sagen, Rennstreckenmodus bin ich noch nie gefahren, ne? Ja. Ich hatte nur die Klappen auf Rennstrecke, aber so noch nie. 10,09. Ja. Boah, da waren wir ja fast bei 9. Naja, jedenfalls haben wir fast einen halben Tank verballert. Ein Viertel. Ja, ein bisschen. Aber ich finde das ist auch die größte Sache, die mich an dem Mustang stört. Der Verbrauch? Tank. Nee, scheiß auf den Verbrauch. Ach, weil der kleine aber ist der ist viel zu klein. Ein 6 Liter, ne? Ja. Ist der bei mit der Reserve, so? Ja. Und das nervt. Sie ist zu klein. Schöner 70-Liter-Tank ohne Reserve. Wäre doch was richtig Feines.